Der Kämpfer in der roten Ecke ist 30 Jahre alt, 110 Kilogramm schwer, 1,95 Meter groß. Seine Kampfbilanz: 24 Kämpfe, 21 Siege, 7 davon durch Knockout. Er ist momentan die Nummer 2 der WKU-Weltrangliste. Tritt an für das Bloodline Gym. Seine Ecke ist der Trainer Paul Maroot. Meine Damen und Herren, aus dem Kongo, er from London, England, Kazadi King Cass Mwamba! Sein Gegner in der blauen Ecke ist 26 Jahre alt, 100 Kilogramm schwer, 1,91 Meter groß. Seine Kampfbilanz ungeschlagen. 26 Kämpfe, 26 Siege, 21 davon durch Knockout. Er ist amtierender WKU-Weltmeister im Superschwergewicht. Tritt an für das Kampfsportzentrum Steko. In seiner Ecke die Ex-Weltmeister Pavlica und Vladen Steko, Zvonko Josipovic und Kachman, Thilo Kuttler. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, the Champion aus München, Michael Michi Smiley! Der Kampf ist angesetzt auf 5 Runden. Die Fighter in der Mitte, the fighters to the middle. Die Kämpfer sind bereit. Michael Smolik ist zu einem Star geworden. Herzlich willkommen hier am Ring zum nächsten Auftritt des deutschen K.O. Großmeisters. Und alle erwarten ja von Smolik inzwischen, dass er ratzfatz Tabula Rasa mit seinen Gegnern macht. Zuletzt schoss er Roland Dabinovci, immerhin Schwergewichtsweltmeister. Kurzfristig ab. Also. Und hier direkt wieder ein spektakulärer Kampf. Drehkick zum Körper von Mwamba, aber das ist der bislang stärkste Gegner, den er vor den Fäusten hatte. Durchtrainiert, der Mann aus dem Kongo, der in London lebt und fängt da diesen Drehkick zum Kopf und muss runter. Und da liegt er am Boden und Filipovic steht über ihn. Und ich glaube nicht, dass er nochmal hochkommt oder packt das nochmal. Filipovic zählt. Und dann ist aus, unglaublich, dieser Michael Smolik. Was hat er alles drauf? Was macht er da mit seinen Drehkicks? Unfassbar, da kommt dieser Kasati, Kinkets, Mwamba, siegesicher, durchtrainierter Kerl, 1,95 Meter. Hat sich so viel vorgenommen, hat gesagt, ich block die Dinger ab, kein Problem, da soll man angeflogen kommen. Der Michael Smolik, und dann kommt er angeflogen, dann ist die Kiste vorbei. Ja. Da kommt man natürlich mit dem Lachen nicht raus in der Ringecke. Mladen Steko, Pavlica Steko. Was für ein Kerl, dieser Michael Smolik. Tja, was hat er noch alles drauf? Es kommen wieder viele und sagen, da muss man einen harten Gegner kämpfen. Das war die Nummer 2 der WKU-Rangliste. Es gibt einige Holländer, die sind noch bei Glorion vertreten und die sollen unbedingt nicht gegen ihn antreten, also hier, Achtung, zack, auf die kurze Rippe, dann nochmal auf die kurze Rippe, da hat er schon mal leicht gezuckt und dann dieser Drehkick zum Kopf. So, wir machen eine kurze Pause und dann das Urteil.